Aber jetzt geht's hier wieder los mit dem eigentlichen Modus, nämlich mit Call of Duty Modern Warfare Warzone. Let's get right! Auf dass wir diesmal wieder ein bisschen besser sein mögen als das letzte Mal. Ey, wir haben echt krasse Mega-Kopfhörer auf, Alter. Wir sind einfach... Wir sehen aus wie Mega Man. So, okay. Wir gehen mal zum Stadium. Warte mal, wir gehen einfach mal direkt in die Zone. Direkt raus, da hinten will ich hin. Komm, komm, komm. Warum sind wir eigentlich schon so niedrig? Okay, ich nehme vielleicht doch erstmal den Punkt hier. Zack. Oh, würde schon sagen. So, mein Haus. Hier ist doch meistens genau. Hier gibt es doch meistens gute Sachen. Take the Waffe. Okay. Mal ganz kurz spotten. Da hinten sehe ich schon wen. Wir haben auch einen Quad, also wir könnten theoretisch gleich zum nächsten Ziel vorrücken. Wir müssen nur erstmal eins finden. Sehr gut. Zack. Die Pistole ist weg. Oh, das ist natürlich richtig nice. Schöne AK nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, jetzt wird es eigentlich mal langsam Zeit, dass ich hier ein paar gute Metallplatten finde. Bisschen Rüstung. Sowas hier. So, rein damit. Auftragsziel nehmen wir gerne an. Alles klar, den soll ich sichern. Wo ist denn das? Boah, ist nicht so weit weg. Können wir machen. Aber da oben ist natürlich auch der Feind. Der ewige Feind. Nicht nur der. Von links ballern sie und von da auch, wo ich gerade hin vorrücke. Ich würde mir am liebsten jetzt meine Ausrüstung mal kaufen, um wenigstens mal zu gucken, wie teuer die überhaupt ist. So, hier rechts habe ich irgendwas gesehen, aber es könnte auch einfach nur der Busch gewesen sein. Ficker! Da gehe ich mal nicht hin. Bisschen zu gefährlich. Ui, was da mal denn hier Schönes? Ne. So, ich versuche jetzt mal eine Taktik, mal sehen, ob es klappt. Den wir da gerade erschossen haben, da liegt ja jetzt relativ viel Loot rum. Und wenn ich jetzt eine gute Position finde, das Loot zu beschützen, dann könnte das natürlich eine schöne Falle sein für alle anderen Beteiligten. Okay, ich hole es mir selbst. Ich hole es mir selbst. Der hat eine schöne Metallplatte liegen lassen und die brauche ich gerade. Und auch ein Scharfschütze. Nee, kein Scharfschütze. Alles klar. So, die hauen wir uns gleich rein. Zack. Den Bereich soll ich sichern. Das ist sehr gut. Das machen wir natürlich. Alles klar. Also ich darf nicht mal sprinten drücken. Ansonsten bricht er hier auch die Nachladeanimation ab. Ich weiß, das ist bei allen Call of Duties schon immer so gewesen. Aber ich ärgere mich immer wieder drüber. Ich meine, jetzt ist er fertig. Aber eben noch nicht komplett mit der Animation. Das Ding soll ich sichern hier. Machen wir erstmal alles zu. Okay, wir sind aber eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir gucken schon mal als nächstes. Ja, Richtung Military Base könnten wir eigentlich dann schon mal vorrücken. Ach, das gibt Zeugs. Das nehmen wir mit. Alter, ist das die P90? Die liebe ich ja, die Waffe. Die liebe ich ja echt. Die nehme ich aber wirklich mit. Die P90 ist einfach ein... der geilsten Waffen bei Call of Duty oder auch bei Battlefield. Die ist einfach richtig nice. So, da wollen wir nochmal gucken, wie kommen wir darüber. Ich mache die Türen jetzt auch immer leise auf, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt mir taktische Vorteile. Okay, ich höre hier keinen. Jetzt höre ich was. Von links kam irgendein Geräusch. Da hinten steht auch ein Fahrzeug. Guck
Gucken wir mal auf die Map. Okay. Ist aber keiner drin. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Hier ist irgendwo wer. Alter. Panzerung. Geil. Ich habe. Take it. Ach, das macht dann mehr Schutz, oder wie? Mehr Schwein. So, okay. Dann wollen wir jetzt mal langsam weiterrücken. Der Modus ist schon echt spaßig. Man muss sich hier erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Also Apex Legends hat mir damals... Ja doch, es war schon gut, aber... Es hat nicht ganz so meinen Nerv getroffen. Battlefield hätte es eigentlich werden können. Ich verstehe nicht, warum das so ein bisschen gefloppt ist. Ich gehe mal lieber da hoch. Wir haben ja eh ein bisschen Zeit. Lieber mal ein bisschen safe spielen. So, alles mitnehmen. Ansonsten bin ich mit den Waffen eigentlich zufrieden. Okay, jetzt ist hier mein Marker wieder weg. Wir wollen natürlich weiterhin zur Military Base. Könnten wir eigentlich auch den LKW nehmen. Der wird wahrscheinlich da oben drauf stehen eher. So, was haben wir denn? Wir haben nur die Spritze. Ich habe doch eine Granate eingesammelt. Ihr wollt mich doch verarschen. So, hier ist der LKW. Den lassen wir mal da stehen. Oder? Wie weit ist denn das weg? Ah, es ist ein Stück. Nehmen wir mal. Aber es ist echt sehr gefährlich, mit dem Ding zu fahren. Also wenn man einen soliden Sniper in der Nähe hat, dann knuspert der einen weg. So, noch 87 Leute leben. Ah, da oben hätte ich natürlich auch schön spotten können. Ulla. Unterboden erstmal vollkommen aufgerissen. So, Military Base. Näher werde ich jetzt erstmal nicht dranfahren. Lass mal erstmal hier so ein bisschen stehen. Obwohl, ist eigentlich dumm. Ist echt dumm. Warum sollte ich jetzt nicht reinfahren mit dem Ding? So, wenn jetzt irgendwer auf mich ballert, direkt erstmal gucken, von wo es knattert. Ich war der Meinung, hier war gerade einer. Bisschen lauter machen. Mach mal ein bisschen lauter. Kann ich den Motor nicht ausmachen? Es ist so laut. Das ist schon fast wie ein Horrorspiel. So, hier ist irgendwie keiner, ne? Kann das sein? 77 leben noch. Wo müssen wir denn eigentlich tendenziell hin? Hier müssen wir hin. Oi, ich krieg die Ausrüstung. Die nehme ich tatsächlich mal mit. Sehr geil. So, jetzt versuche ich auch mal zu fliegen. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Noch nie geflogen in dem Spiel. Alles klar. Wieder meine Markierung weggemacht. Mach doch nicht mal die Markierung weg. So, theoretisch, jetzt ist doch eigentlich wirklich ganz geil, wenn ich einfach in dem Ding drinnen sitzen bleibe und die alle wegmähe. Okay. Hier ist gerade eine Luftschlacht. Vielleicht sollte ich dann doch nicht hier drinnen sitzen. Ja, irgendwer ballert schon von der Seite. Aber ansonsten ist die Position hier oben eigentlich auch nicht schlecht. What? Alles klar. So viel zum Thema. Da bin ich ja relativ safe. So, wo war der? Wo hast du geballert? Du alter kleiner Sack. Warum habe ich meine Spritze gerade verloren? Jetzt habe ich die Granate, die ich eben brauchte. Oh, es schießt von allen Seiten. So, wo sind sie denn? Da hinten ist er doch. Ich sehe ihn. Irgendwo da muss er sein. Ich sehe ihn nicht. Ich kann dich nicht sehen. Da unten, das ist eigentlich eine gute Position hier oben, ne? Da wollen sie alle hin.
Ah, das ist am Boden. Ei, 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 wo seid ihr denn? Was mich ein bisschen nervt bei der Knarre, der Zoom ist ja wirklich mehr so rudimentär, ne? Das ist jetzt nicht so die schönste Vergrößerungsstufe. Neuer Aufsatz ist da definitiv mal angebracht. Ah, der wird von hier hinten kommen, ne? Aber der lässt sich natürlich noch ein bisschen Zeit. Also der Kampf wird dann wahrscheinlich sogar hier oben stattfinden. Es kann durchaus sein, dass sich das Zentrum dann hier oben befindet. Wir gehen einfach nochmal ein Stückchen weiter hoch. Ach, man kann die Waffen sogar ablegen, wenn ich nach unten drücke. Ich wollte gerade fragen, warum sollte ich das tun? Aber es ist natürlich clever, so eine richtig gute Waffe einfach hinzulegen. Und jemand sieht das und will die dann haben. Und du spottest einfach woanders. Ja, dieses kleine Farmhaus könnte eventuell der zentrale Punkt werden. Okay, es ist offen. Wenn es offen ist, ist natürlich hier schon wer gewesen. Er war hier gewesen. Ich habe unten nicht zugemacht, ne? Das ist wirklich genau die Mitte, wo ich hier bin. Es wäre wirklich ziemlich dämlich, wenn ich jetzt hier diesen Platz verlassen werde. So, da unten irgendwo ist er. Wo ist der denn, Mann? Das kann doch nicht sein. Warte mal, ich mache mal lieber die Türen hier alle zu. Es wäre auch geil, wenn man die so ein bisschen verrammeln könnte. Irgendwas da vorstellen oder so. So. Irgendwer war schon hier. Das stimmt. So, mal ganz kurz gucken. Von welcher Seite könnten sie tendenziell am ehesten kommen? Von hier, oder? Ich würde mal behaupten, von der Seite. Ja, wo seid ihr denn? Komm. Na komm. Okay, noch eine Minute. Dann. Kommt das Giftgas wieder ein Stückchen näher. Ist es das? Hat einer Rauch benutzt? Kommen die von der Seite? Glotze ich die ganze Zeit in die falsche Richtung? Kann doch eigentlich sein. Ich bin doch prädestiniert dafür, dass ich eigentlich immer einen vollkommen richtigen Plan habe. Ist eigentlich auch ganz gut, hier oben drauf zu hocken. Warum im Haus, wenn man oben drauf hocken kann? Ey, wir sind echt gut aufgestellt. Wir haben noch zwei Platten. Ich habe jetzt sogar so einen schönen Stern. Meine Fresse, da jagen sie sich gegenseitig. Naja, verbreitet sich ja eigentlich nicht, ne? Oh, das Knarzen der Dächer. Ich glaube, da ist gar keiner. Das ist einfach nur ein knarzendes Dach. So, irgendwo da. Warte mal, wenn er von der Seite schießt, sollte ich vielleicht auf die andere Seite gehen. Wo ist der? Wenn ich jetzt die ganze Zeit so rumlaufe, dann reflektiert mein Zielfernrohr nicht, oder? Jetzt reflektiert es wahrscheinlich. Da ist er. Bin unterwegs. Ah, vergesst es. Wie kann ich? Ich muss mal ein bisschen. Bin unterwegs. Feinde im Gebiet. Ah, so. Okay, da ist er. Ich hab dich gesehen. Und jetzt höre ich wen anders. So, der wird natürlich jetzt gleich kommen.
Okay. Aber der hat auch von hinten noch ein bisschen Saures bekommen. Hier ist noch einer. So, oh. Ja, der Aufsatz ist echt nicht so der beste. Das Zielfernrohr, das kannst du wirklich ein bisschen in der Pfeife rauchen. Ist viel zu schwach. Da kommen sie ja alle. Auf einmal ist er im schönen Camouflage-Look, ne? Da ist aber der Blau. So, vielleicht sollte ich nicht ganz so viel rumballern. Ich verrate ja hier gänzlich meine Position. Lass mal ganz kurz gucken. Oh, da kommt einer von links. Jetzt kommt er hinter mir. Er wird gleich kommen. Können die auch eigentlich auch über andere Wege aufs Dach kommen? Ne, ich gehe da nicht runter. Da war einer. Ey, zum Angucken ist es bestimmt voll langweilig, aber... Die Atmosphäre ist ja sowas von dicht. Ich hab die Tür gehört. Komm. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Kommt nicht. Er will auch, dass ich runterkomme. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Huh! Ist offen. Yes! That's it. Boah, durch mein Fauxpas ist es passiert. Dadurch, dass ich runtergefallen bin, hatte ich einfach gerade Glück, ey. So ein Schwein. Aber ich glaube, hier war noch einer. Mal ganz kurz gucken. Ja, wir sind eigentlich echt gut aufgestellt hier mit der Hütte. Boah, ey, mir schlägt gerade mein Herz bis zum Halse. Ich glaube, so dicht war ich noch nie dran. Man sieht auch keinen. Ah. Ich treffe sie halt nicht, ich treffe sie nicht, aber ich könnte noch ein bisschen stressen. Was? Also, dass der mich vorhin da getroffen hat mit dem Headshot,
durch die Scheibe durch. Schwören können, dass ich den Streiber getroffen hätte. Okay. Er soll ruhig kommen. So, die anderen werden natürlich jetzt auch kommen. Okay, er fährt hier rüber. Letzter Einsatz wird vorbereitet. Dein Fenster schließt sich schnell. Okay, noch 19 Leute. Neue Sicherheitszone wird markiert. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das ist doch ganz geil, ne? Ja, fuck you, Alter. Da gehe ich bestimmt nicht hin. Dafür habe ich auch viel zu viel Munition. Will ich nicht. Will ich nicht, brauche ich nicht. Das könnte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, ja? Was ist das überhaupt? Was macht das? Stielgedrehte Granate oder sowas, ne? Will ich nicht. Okay, von hier unten kommt noch einer. Da gehe ich nochmal hoch. Guck mal doch nochmal hoch, ne? So. Ah ja. Okay. Ich könnte schwören, dass es wirklich genau, wirklich haargenau auf seinem Körper war, aber okay. So, irgendwo da ist er. Er ist natürlich im Giftgasradius. Er ist eigentlich so ein bisschen im Zugzwang. Oh. Oh! Du warst als einer von 25 noch übrig. Oh. Wir haben verloren, aber beim nächsten Mal kehren wir stärker zurück. Sehr, 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 sehr ärgerlich, aber okay. Shit happens. Er war echt. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ich war auch nicht so schlecht. Gegen Ende würde ich sagen, ja. What? Ja, da wundert er sich selbst. Hier ist meine Claymore reingelatscht und hat nichts gebracht. Vielen Dank dafür.